Die sehen noch ein bisschen zerstrubbelt aus. Ich habe ihn noch nicht fertig gemacht. Trink noch meinen Kaffee, der schon lang kalt ist. Obwohl ich dann noch gar nicht so lange habe. Ah, ich bin schon wieder eine ganze Weile wach. Die Nacht war okay. Nicht perfekt, natürlich nicht. Aber Teddy schläft anscheinend auch bis 5:30 durch, was schon mal gut ist. Das heißt, erst dann muss ich den Platz räumen, also das Bett verlassen und rübergehen. Daniel konnte heute noch bis, was war es, kurz vor 8:30 oder so schlafen. Er kann tagsüber nicht schlafen, egal, aber wollte er nicht. Er könnte er nicht, er kann es einfach, also ne, von der Zeit her könnte, aber er kann tagsüber überhaupt nicht schlafen. Mich stört das ja nicht, dann lege ich mich in der Schlafe. Ich habe auch drüben noch mal ein bisschen geschlafen, während Teddy auf dem Balkon war. Später, da ging schon langsam die Sonne auf. Wir haben auch ein bisschen gekuschelt. Er hat so seinen Kopf auf meinen Kopf gelegt. Wir waren also Wange an Wange. Für ein paar Sekunden nur, aber ich dachte nur so, okay, wenn du jetzt noch weiter rüberrutscht, dann kann ich nicht, dann kriege ich keine Luft mehr. Aber es war irgendwie ein bisschen süß. Ja. Genau. Die haben ihn heute Morgen angefaucht. Das ist mir lieber, als wenn er wegrennt die ganze Zeit und nichts macht. Dann lieber fauchen. Das ist wenigstens ein Zeichen dafür, so, hey, ich registriere dich. Und ich bin nicht mehr so Angsthasenfuß. Ist er ja trotzdem, aber ja. Er hat ihn zumindest angefaucht. Wie gesagt, er und mir haben sich am Anfang auch angefaucht. Und fragt dich wie. Ja, genau. So, was passiert heute? Ich habe mir gerade eine kleine To-Do-Liste gemacht für mein selbstständigen Gedönse, dass ich da wieder vorankomme. Und generell will ich mich jetzt ein bisschen an der Struktur. Ich habe ja jetzt Zeit, ne? Ich brauche erst nicht mehr den Laptop hier aufklappen und irgendwas machen. Ich muss nachher nur das Netz einpacken und Versandetikett und so weiter, damit ich es morgen mitnehmen kann zur Post. Dass es dann wieder dahin geschickt wird, wo es hingehört. Ich brauche es ja nicht mehr. Genau, das ist das Einzige, was ich heute noch machen möchte. Aber ansonsten habe ich ja jetzt Zeit. Und wir kriegen nachher Besuch. Eigentlich sollte der Besuch gestern schon kommen, also Völkern. Aber dann hätten wir abgesagt, weil es alles zu stressig war, weil bei ihm war gestern auch ein bisschen Land unter. Und ich hätte auch gedacht, so, oh Gott, und dann kommt nachher noch jemand. Und ist ja an sich nicht schlimm, aber ich hätte einfach gestern gar keine Lust, irgendwen zu sehen. Wäre ich hier hinten geblieben, wäre auch okay gewesen. Ich hätte so überhaupt gar keine Lust, irgendwen zu sehen, so besuchmäßig und so. Heute ist okay, glaube ich. Ich glaube, das geht schon. Ja, mal schauen. Ich möchte endlich die Ecke endlich machen und die Kinder ein bisschen Ordnung schaffen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen liegen geblieben. Die Wäsche habe ich angefangen zu machen, aber auch noch nicht viel. Also heute noch nicht, letztes Mal, vor 2 Tagen, genau. Ich habe angefangen, Wäsche zusammenzulegen. Aber nur so ein bisschen. Ja, dass ich mich darum heute ein bisschen kümmere. So selbstständigen Gedönse, Haushalt und sowas. Und wieder 2 Vlogs schneiden. Das möchte ich heute auch gerne machen. Mal gucken. Lesemonat ist für morgen geplant. Der ist schon lange. Also Dezember ist ja auch schon lange überfällig alles. Aber tut mir leid, wenn da gerade wieder so ein bisschen das Jahr beginnt einfach genauso, wie es endet. Und das ist, wie es geendet hat für mich. Und das ist auch ein bisschen blöd. Wie war's? Ich wollte eigentlich nichts Trauriges dieses Jahr erleben. Ja, im Moment ist einfach nur anstrengend und nervenaufreibend. Ich meine, mit den beiden ist das nicht unbedingt traurig, ne? Aber das ist trotzdem nervenaufreibend und ja. Und dann eben das mit gestern, beziehungsweise letzte Woche ja schon. Ja, nicht so einfach. Überhaupt nicht einfach, aber gut. Machen wir das Beste draus, ne? Genau. Und da werde ich mal gucken, was ich hier heute rumbuschel, wie sie erstmal Kaffee austrinken, mich fertig machen und dann ran ans Werk. Mal gucken, was, wie, wann, wo, warum. Morgen wird Geburtstag gefeiert. Also meine Mutter hat gestern schon gefeiert mit einigen und morgen, wie man sagt, die Rentner kommen dann da und alle anderen kommen dann am, als Verwandtschaft ist dann morgen. Genau. Da geht es zum Schanasien. Und danach wahrscheinlich nochmal zu den Eltern. Wissen wir sowieso, weil wir ja da sicherlich hinlaufen werden. Sehr zur Freude von Daniel wahrscheinlich. ja, deswegen geht es danach nochmal sicherlich zurück. Das heißt, morgen sind wir da ein bisschen länger unterwegs, erst einkaufen, danach sofort weiter.
Also erst nur schnell den Katzen was zu essen geben und dann gleich wieder Abmarsch. Das ist kaputt. Ich dachte gerade, dieses Glas hier wäre kaputt. Das ist bloß die Naht vom Glas. Auch witzig. Egal. Ja. Genau. Mal gucken, wann wir zurückkommen. Keine Ahnung. Bestimmt frühen Abend, denke ich mal. Wird das sicherlich nicht ewig dauern, dass wir da wieder zurück sind. Und das werden die Tür ist ja zu. Da habe ich keine Bedenken. Ja. Genau. Und dann würde ich sagen, starten wir erstmal in den Tag. Daniel hat schon wieder Homeoffice. Den letzten Tag erstmal wieder. Und dann hat er, aber er hat nächsten Monat auf jeden Fall wieder Homeoffice. Das wird jetzt wohl wieder monatlich sein, dass er eine Woche Homeoffice machen darf. Yay! Das ist doch auch schön. Vor allem, weil die im Homeoffice richtig gut vorankommen, wenn sie das machen. Also die meisten zumindest. Also Daniel auf jeden Fall, eine andere Kollegin auf jeden Fall auch. Die schaffen da richtig viel, weil sie nicht durch irgendwelche Sachen im Büro abgelenkt werden. Aber das sieht sein eigentlicher Chef nicht so wirklich so. Alle anderen ja, nur sein eigentlicher Chef nicht. Der ist aber gerade irgendwie krank. Und deswegen hat der Stellvertreter das einfach beschlossen, weil der ganz oberste Chef es auch schon so sieht, dass es besser ist. Also mal gucken, wie es da weitergeht. Aber ja, erstmal ist es so beschlossen, im Dienstplan eingetragen. Und ja, mal sehen. Genau. Den großen Laptop, Laptop. Den großen Monitor brauche ich jetzt auch nicht mehr. Den kann er dauerhaft nehmen. Ich brauchte ich auch nur, wenn ich irgendwie mit wirklich großen Tabellen gehantiert hatte. Dann brauchte ich den. Ansonsten war mir das Wumms. Dann habe ich den kleinen Laptop gehabt. Der war zwar ziemlich klein, aber kleiner als den ich vorher mal hatte. Also in der Behörde noch. Aber gut. Na gut. Jetzt aber wirklich, ich starte den Tag und wir sehen, was passiert. Ja. Ich habe inzwischen schon geschlafen, dass sie sich wieder verstruppelt aus. Nein, egal. Bis dahin seinen Niesanfall bekommen, weil ich davon wach geworden bin. Aber, oh, habe ich hier noch Essen an der Nase? Gab nämlich gerade Mini-Frühlingsrollen. Eigentlich gibt es dann mehr chinesisches Essen, aber ich habe gerade noch keinen Hunger. Das esse ich also später. Und morgens wieder chinesisches Essen. Ist ja was für mich, ne? Zweimal chinesisch hintereinander. Egal. Ich weiß also, dass ich morgen keine Frühlingsrollen bestellen werde. Die hatte ich heute. Ja, ich habe den Buchschnickschnack, das Buchschnickschnack-Video hochgeladen. Und was habe ich noch gemacht? Von der Webseite was geändert, auf der Shop-Seite, weil da war was falsch. Schönen Dank dafür, naja, egal. Ja, das ist auch gerichtet. Aber übersichtlich habe ich die Neuheiten nicht gesehen. Habe ich vergessen, auf den nächsten Launch zu stellen. Ja, das ist natürlich blöd. Genau. Oh, ich bin nicht mehr drin im Thema, ne? Deswegen habe ich das völlig vergessen. Egal, ist aber jetzt alles schick. Man kann also die Sachen bestellen. Ich wollte mich euch heute die Sachen zeigen nochmal, die es in meinem Shop geben wird. Gibt, nicht geben wird. Die gibt es ja jetzt schon eine Woche. So. Und zwar eine Woche? Noch nicht mal eine Woche. Also für euch ist das gerade jetzt schon länger als eine Woche. Und zwar, Basic, habe ich es schon mal gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Wenn ich es doch gezeigt habe, tut es mir leid. Dieses Lesezeichen. Mit den. Ich komme gerade nicht klar. Was sind das? Handschuhe! Handschuhe! Handschuhe sind es. Ich blende das alles total. Ich versuche es mal so rum. Dann das Lesezeichen auf die Bücher. Fertig los mit diesem Bücherschlitten. Man sieht gar nicht, wie ich näher komme. So. Dann haben wir eine Häkelschneeflocke, die total glitzert und funkelt und aussieht wie ein Schneekristall. Weil Eiskristall für mich. Dann haben wir. Muss ich hier hinten hingehen? Kurz ein Licht hier, damit man auch was sieht. Oh Gott. So. Dann haben wir Unikat-Lesezeichen. Ich glaube, das ist mit dem Licht hier hinten aber auch blöd. Wartet, ich schnapp mir erstmal alles. Und dann gehe ich wieder nach vorne. Dann haben wir Unikat-Lesezeichen und zwar diese beiden. Auch mit Schneeflocken und Glitzer drauf. Und dann habe ich irgendwas vergessen? Mir ist das, wenn ich irgendwas. Ich guck mal gerade selber nach. Mir ist das, wenn ich irgendwas vergessen hätte? Wenn man nicht alles im Kopf hat, ne? Wenn man einfach so völlig fertig ist von. Ah ja, genau. Dann haben wir das andere Lesezeichen.
Na, hier. Und zwar Let it snow. Ja, und hinten auch Schneeflocken drauf. Und noch irgendwas? Außer was ich jetzt in der Hand halte? Nein. Und dann haben wir den Bücherschlitten, den ihr eben auf dem Lesezeichen gesehen habt, nochmal als Sticker mit blauem Hintergrund. Genauso blau ist der Hintergrund bei dem Sticker. Buch Kakao Schnee. Ja, und dann gibt es das Set, manchmal trifft meine Gedanken ab, also das Notizbuch, die Tasse, die Postkarte und den Stift von also Anfang, also als Set, dass man eben sagen kann, okay, das trifft ja auch auf die auf den Alltag zu, dass meine Gedanken ab und zu einfach mal so schweifen lässt und gar nicht mehr vorhanden sind. Ich dachte, das wäre ein tolles Set. Genau, das gibt es also auch als Set zu kaufen. Genau. Das sind die Sachen, die jetzt in den Shop Einzug gehalten haben und die ihr ab sofort kaufen könnt. Manche Sachen, wie zum Beispiel diese, also die Unikat-Lesezeichen sowieso, die gibt es nur begrenzt. Und auch die Glitzer-Schneeflocken gibt es im Moment nur begrenzt. Weil ich nicht weiß, ob ich danach nochmal diese Wolle bekomme oder eine ähnliche Wolle oder sowas. Also auch die ist nur begrenzt vorhanden. Da müsst ihr so schnell sein, wenn ihr sie haben wollt. Also ich meine schnell, ich meine schnell, weil die sind echt nicht viele da. Die hier, die Sticker, da habe ich mich erstmal ausprobiert. Das heißt, die gibt es auch noch als B-Ware und ich wähle jetzt auch alles, was irgendwie fehlerhaft ist. Okay, das sind jetzt die anderen. Warte, die beiden hier. Nicht mehr als Mängelexemplare bezeichnet, werde ich auch noch umändern. Nur als B-Ware, weil Mängelexemplare sind ja eigentlich immer nur die, verbindet man immer mit Büchern. Was ist denn jetzt hier los? Danke. Mit Büchern und nicht mit so Artikeln. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich das demnächst umändere als B-Ware und nicht mehr Mängelexemplare nenne, auch in der Bezeichnung dann. Und ich hatte als erstes mal ausprobiert, ich kam mit diesem Rand nicht so gut klar. Jetzt kann ich es, aber das kann ich einfach nicht hinbekommen, deswegen sehen die ersten so aus. Die sind ein bisschen kleiner, wenn man das mal so nebeneinander hält. Ein bisschen kleiner. Mit weißem Rahmen, der einfach völlig unförmig ist. Und die gibt es dann einfach gratis dazu. Also einen von beiden. Bei jeder Bestellung dann im Moment Winter, also jetzt im Januar bis zum nächsten Launch, gibt es dann immer einen dazu. Solange der Vorrat reicht natürlich nur. Aber da ich nicht so viele Bestellungen haben werde bis zum nächsten Launch, kann ich mir nicht vorstellen, bekommt wahrscheinlich jeder bis zum nächsten Launch einen dazu. Genau, und wie gesagt, von denen habe ich da auch noch mal ein paar. Die musste ich dann per Hand ausschneiden, weil es nicht funktioniert hatte mit dem. Also nicht richtig funktioniert mit dem ganzen. Dann habe ich aufgegeben und. Ja, die habe ich dann per Hand ausgeschnitten. Und die sind dann eben Mängelexemplare. Ich glaube sogar, dass da welche noch. Das da oben ausgeschnitten. Muss ich mir nochmal gucken, ob da das funktioniert. Ja, also da gibt es noch ein paar B-Ware. Muss ich mir anmerken, angewöhnen, dass es B-Ware heißt. Genau. Oh, dass ihr schon mal hier wisst, was hier so los ist, was ihr beim Shop kaufen könnt. Und ja, das werde ich einfach für den Buchschnickschnack abdrehen, aber ich schätze mal nicht heute, weil ich bin hundemüde immer noch. Es ist ja, ist alles nicht so einfach gerade. Ich will auch noch viel, viel mehr machen. Ich habe eine Sache geschafft von meiner To-Do-Liste und von meinem ganzen Gedanken, was ich alles machen will. Ja, schade. Ich komme gerade nicht so richtig aus dem Quark. Na guck, wir haben gerade mal 2:30. Vielleicht habe ich ja noch was. Ich habe gerade mein Buch abgeholt aus dem Locker. Mache ich mal auf, ne? Da ist es. Flüsterwald, der letzte Funken Magie. Das Staffelfinale von Staffel 2. Band 4. So. Jetzt ist die Eule auf dem Ast.